Moment, Moment, Moment. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir haben ein letztes Level vor uns und Cappy hat gerade eben die Frage gestellt, Nanu, was machen denn all die Leute da? Und das ist tatsächlich eine gute Frage. Und die drücken mir alle die Daumen. Pauline singt für uns. Los Mario, spring! Alles klar. Dann geht's hier also schon los. Der Hop- oder Top-Krater. Gibt's hier Hop- oder Top-Krater, tatsächlich. Ein gigantischer Krater. Der Hop- oder Top-Krater entstand vor langer Zeit durch einen Meteoriteneinschlag, dessen Wucht die florierende Mondzivilisation zerstörte. Er ist so tief, dass man den Boden noch nicht einmal sehen kann. Silberstreif am Horizont. Von hier aus kann man Galaxien aus einer Perspektive bestaunen, wie es von zu Hause aus nie möglich wäre. Der Hop- oder Top-Krater bietet eine Aussicht, die sich sehr von der auf der finsteren Seite oder der des Mondsteinkraters unterscheidet. Solltest du niedergeschlagen sein, sieh hinauf zur Milchstraße und schöpfe neuen Mut beim Betrachten der funkelnden Sterne. Du bist nicht allein. Das Gebäude kenne ich. Dieses kolossale Gebäude steht im Hop- oder Top-Krater. Bei genauem Hinsehen ähnelt es dem Rathaus von Yudong City. Manche glauben gar, dass Yudong City Rathaus hier für Pate stand. Forschern zufolge könnte es das letzte Überbleibsel der Zivilisation sein, die einst auf dem Mond lebte. Die Beweislage ist nach wie vor jedoch sehr dünn. Einzelne Röhre im Krater. Dies ist die einzige Röhre, die ins Mondinnere führt. Wenn du sie findest, überlege gut, ob du sie betrittst. Denn es erwarten dich Prüfungen, die den Namen Hop- oder Top-Krater zu Ehre gereichen. Aber als Reisender, der schon alles andere hinter sich hat, was die Welt ihm zu bieten hatte, ist es einen Versuch wert. Bei Erfolg wird dein Name Lob gepriesen werden. Im Inneren des Mondes, ein Lavasee breitet sich in dieser immensen Höhle aus. Was erwartet einen wohl hier? Wie groß ist dieser See? Die Antworten erhält, wer mutig genug ist, dieses Reich zu erkunden. Na dann. Ist tatsächlich hübsch hier. Definitiv. Na endlich! Wir haben wieder unser normales Gewicht. Das ist jetzt nicht unbedingt das, über was ich mich gefreut hätte, aber okay. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was uns so erwartet. Hier haben wir auf jeden Fall einige Goombas, die wir... Ich weiß gar nicht, ob wir sie wirklich brauchen. Ich meine, muss ich den Gegner hier kaputt machen? Wow, 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 wow! Goombas, ganz ruhig, ganz ruhig. Hab ich irgendwas davon? Ernst gemeinte Frage, ansonsten habe ich nämlich ein Leben auf jeden Fall schon mal verschwendet quasi. Okay, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Das könnte noch hilfreich sein.
Gott! Ei, 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 ei. Kletter, Mario, kletter, 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 kletter! Okay, hat sich ausgeklettert. Hey, hey. Das war so definitiv nicht meine Absicht, aber funktioniert. Hey. Mario, was tust du denn da? Gut, das hat funktioniert. Das hat mich nur sehr, sehr viel Lebensenergie gekostet. Was natürlich unschön ist, aber okay. Das hier ist natürlich auch sehr geil, weil ich kämpfe mich hier wirklich langsam nach vorne. Aber ich kämpfe mich nach vorne. Das ist ja dann schon mal was wert. Und krieg hier immerhin ein Herz. Und kann mit meinem Blubberfreund weiter blubbern. Damn it. Damn it, das tat verdammt weh. Ich werde hier gleich auf jeden Fall nochmal anfangen müssen. Weil das hier überlebe ich nicht mehr lange. Aber hey, das ist der Hop- oder Top-Krater und ich denke auch mal nicht, dass ich hier in irgendeiner Weise irgendwann mal einen Checkpoint kriege. Ich muss, glaube ich, einfach wirklich gut werden. So, das hier hat doch schon mal deutlich besser funktioniert. Das hier hat verdammt viel besser funktioniert. Was nicht heißt, dass das hier gleich in irgendeiner Weise besser funktioniert. Weil das hier zeitlich abzupassen, ist nach wie vor, glaube ich, relativ schwierig für mich. Ich weiß nicht, ich habe da einfach meine Probleme. Oder es klappt einfach auf Anhieb. Das ist natürlich auch schön. Beschwere ich mich nicht. Beschwere ich mich mit Sicherheit nicht. Wobei das hier... Ah, das hier wird fies. Das hier geht nämlich garantiert in irgendeiner Weise auf Zeit. Okay. Die Dinge habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich...
natürlich ärgerlich. Aber ich denke, ich krieg hier wenigstens nochmal ein Herz. Immerhin. Oh, Eiswasser, Eiswasser, Eiswasser! Puh! Okay, so weit, so gut. Okay, mit Yoshi kann ich die hier auch nicht essen. Das ist natürlich schade. Mist! Ich habe gehofft, ich weiche aus, aber... Nee, leider nicht. Aber hey, immerhin schon mal. Ich denke, ich sollte Yoshi hier einfach mal zurücklassen. Kann gut sein, dass ich hier meine Mütze brauche. Oder auch nicht. Hätte Yoshi auch einfach mitnehmen können. Arsch. Die Things! Hey, hi! Was geht mit dir? Sei gegrüßt, Reisender, ebenso deine Kopfbedeckung. Frage beantworten. Welches ist das einzige Land, das ich, die überragende Things, noch nicht bereist habe? Das Pilzkönigreich? Cool. Dankeschön. Hahaha, irrender Reisender und Kopfbedeckungskumpel hat euch meine gebildete Aura eingeschüchtert. Das war Absicht, ihr habt Fragen in allen Ländern beantwortet, dann kommen wir zum großen Finale. Los geht's. Welches der folgenden Attribute trifft nicht auf mich zu? Ja, er ist wasserfest, er ist sandresistent, er ist blumenzüchtend, ist er nicht. Du bist wirklich ein helles Köpfchen, nicht wahr? Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. Falls du der Meinung sein solltest, ich verrate dir die Antwort rundheraus, wie es so meine Art ist, sodass du es gleich noch einmal versuchen kannst. Dann hast du dich gewaltig geschnitten, mach dich auf was gefasst. Hier kommt die nächste Frage. Welches ist die einprägsamste Erinnerung an deine Weltreise? Natürlich die Things-Gespräche. Na, ob das wohl wahr ist, du Charmeur? Es bleiben noch wenige Fragen zu beantworten. Noch zwei. Warum stelle ich all diese Fragen? Das ist spannend. Nee? Ich muss noch einmal von vorn beginnen. Derweil möchte ich dir keine weiteren Fragen stellen. Wieso? Das gefällt mir jetzt so ganz und gar nicht. Das gefällt mir so absolut nicht. Aber okay, ich meine, falls ich nochmal zurückkomme. Uh-oh. Ich hab da so ein ungutes Gefühl. Ach so, okay, verstehe. Moment. Oh Gott.
Okay, zum Glück waren die Ringe da. Segel, Segelflug, Krakra. Ach du Schande. Das ist super cool. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor den ganzen Fliegen hier. Wobei es halt tatsächlich nicht wirklich schwer ist mit dem Joy-Con-Gewaggle hier noch. An sich kein Problem. Das hier macht mir richtig Angst. Ich bin nämlich nicht gut im Timen von sowas. Ich meine, es hat funktioniert, aber es war ja wohl super unnötig, weil ich halt an den ganzen Münzen vorbei bin, aber okay, mein Gott. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich den Dingern auch hätte ausweichen können ohne... Autsch. Ach, dammit. Jetzt weiche ich den ganzen Lasern hier aus und was... Nein. Das erwischt mich das Ding selbst. Na gut. Die Viecher... Nein. Ah, ich will nicht wieder von vorne anfangen. Die Viecher lenken mich aber auch unendlich ab. Aber okay. Oh Gott. Da wäre noch ein Herz, aber das spare ich mir tatsächlich einfach mal. Ist mir ein bisschen zu gefährlich. Auf der anderen Seite könnte ich durchaus eins gebrauchen. Aber soweit so gut. Es war zwar bisher durchaus ein langes Level, aber noch nichts wirklich Unmögliches. Das hier wird jetzt wahrscheinlich allerdings nochmal schwierig, einfach weil ich schnell reagieren muss und eventuell das Falsche tue. Oh Gott. Uhu. Dammit, okay. Ich hätte die Steine einfach kaputt machen sollen. Auf die Idee bin ich leider ein bisschen spät gekommen.
Aber okay. So weit, so gut. Ich bin wieder Mario. Ich finde es auch schön, dass Bowser so ein automatisches Superherz war. Ups. Okay, das hier ist natürlich auch ziemlich cool jetzt. Was geht denn jetzt ab? Was ist hier los? Thank you! Habe ich schon geschafft? Echt jetzt? Thank you! Dankeschön! Thank you! Dankeschön! Ha! Sehr cool! Echt? War's das schon? Das war bei weitem nicht so herausfordernd, wie ich dachte. Ich meine, wie gesagt, es hat mich jetzt trotzdem über 20 Minuten gekostet. Einfach weil es lang war, aber wir beide haben es ganz schön weit gebracht. Das stimmt wohl. Das Einzige, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass ich an dieser Stelle... Da ist nochmal Pauline! Paulina, wie auch immer. Yay! Das Einzige, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass ich das Level nochmal anfangen muss für diese blöden Things-Fragen. Wow. Ich glaube, das waren gerade an die 500 Münzen. Wir haben all diese verschiedenen Länder bereist. Nun ja, klar haben wir dabei die ein oder andere Breitseite erhalten. Aber denkt doch nur an die ganzen Kopfbedeckungen. Ist das tatsächlich... Ist das Rosalinas Thema? Unsere Reise war wirklich einmalig, Mario. Ach nee, das ist One-Up Superstar. Beziehungsweise, nee, keine Ahnung. Vielen Dank, es war mir eine Ehre, dabei deinen Kopf zu behüten. Es ist auf jeden Fall Super Mario Odyssey. Das Super Mario Odyssey Theme. Meine Damen, meine Herren, irgendwo werde ich die Things eingeschnitten haben. Ansonsten, das war's. Dankeschön. Huch. Du hast den Unsichtbarkeitshut erhalten. Okay, das ist ziemlich cool, aber auch ziemlich schwierig. Der Unsichtbarkeitshut hilft natürlich super für den Fotomodus, um coole Bilder zu machen. Aber ja, damit haben wir auch tatsächlich alle Kopfbedeckungen erhalten. Von daher nochmal ein Dankeschön, dass ihr mit dabei wart und Dankeschön auch an Nintendo für dieses fantastische Spiel. Definitiv mein, ich glaube tatsächlich sogar mein liebstes Mario. Von daher, wir geben die letzten 3 Monde ab und ich verabschiede mich. Dankeschön.